Wunderschönen guten Tag, mein Name ist Boris Löffert. Ich bin Fotograf und Fototrainer bei www.foto-workshops.de. Heute geht es um ein Thema, das immer wieder ein bisschen für Verwirrung sorgt, und zwar um Farbmischsysteme. Für uns Fotografen gibt es zwei wichtige Farbmischsysteme. Das ist das additive Farbmischsystem und das subtraktive Farbmischsystem. Die hängen miteinander zusammen, und was da genau passiert und wie die zusammenhängen und wie die funktionieren, das klären wir jetzt. Additives und subtraktives Farbmischsystem heißen die Farbmischsysteme, die für Fotografen wirklich wichtig sind. So, jetzt ist die Frage natürlich, was wird da addiert und was wird subtrahiert? Das sind ja mathematische Begriffe. Ja, also addiert und subtrahiert werden hier Lichtmengen. Ja, das heißt, wenn ich ein additives Mischsystem habe, muss ich Lichtmengen dazugeben. Habe ich ein subtraktives Mischsystem, muss ich Lichtmengen abziehen. Ja, das sorgt auch dafür, dass wir hinterher ein bisschen verstehen können, wie die einzelnen Farbmischsysteme funktionieren. Und wenn man das begriffen hat, dann kann man sich das auch immer wieder herleiten, und dann ist es auch kein Hexenwerk. Sowohl das additive als auch das subtraktive Farbmischsystem arbeiten mit jeweils drei Grundfarben. Die sind aber für beide Systeme unterschiedlich. Ja, das additive Farbmischsystem arbeitet mit RGB, also Rot, Grün und Blau, und das Subtraktive mit Yellow, Magenta und Cyan, also CMY. Was wird addiert, was wird subtrahiert? Das sind Lichtmengen, die addiert und subtrahiert werden. Und wie sich das darstellt, das klären wir jetzt kurz. Wenn ihr bei mir im Hintergrund schaut, dann seht ihr jetzt im additiven Farbmischsystem, dass mit drei verschiedenen Lichtquellen gearbeitet wird, die sozusagen in den Grundfarben leuchten. Das heißt, wir haben eine rote, eine grüne und eine blaue Lichtquelle. So, und wenn ich deren Lichtkegel jetzt übereinander bringe, dann entstehen mir an den Schnittflächen Mischfarben. Jetzt ist natürlich die Frage, okay, welche Lampe leuchtet wie hell und wie viele Lampen bringe ich da übereinander? Und aus diesem Verhältnis kann ich alle Farben mischen, die mir zur Verfügung stehen in meinem Farbmischsystem. So, wenn ich jetzt alle drei Farben in der gleichen Intensität übereinander lege, dann entsteht mir an dieser Schnittstelle Weiß. Das heißt, irgendwie auch meine Mischfarben sind heller als meine Grundfarben, weil ich immer wieder Lichtmengen dazu addiere. Wo finde ich so ein Farbmischsystem? Das finde ich immer dann, wenn ich beispielsweise mit Monitoren arbeite, also am Computer oder auf dem Fernsehbildschirm oder wie auch immer. Da ist RGB das Farbmischsystem der Wahl. So, das heißt also, ja, ich kann hier nach meinen RGB-Werten mit meinen RGB-Werten arbeiten, die da mir die Farbe zusammenmischen, die ich brauche. Anders beim subtraktiven Farbmischsystem. Da werden Lichtmengen subtrahiert. Das heißt, ich gehe von einer weißen Lichtquelle aus, ja, und nehme dort Licht weg. Ja, die Grundfarben sind Yellow, Magenta und Cyan, also Gelb, Blaugrün und Purpur. Und wenn ich jetzt beispielsweise vor eine Lampe mir farbige Filter davor halte in diesen Grundfarben, dann kann ich damit wieder meine Farben mischen, die ich brauche oder die ich gerne hätte. Und das geht so weit, wenn ich alle drei Filter in der gleichen Intensität davor halte, die mir komplett den jeweils Komplementärwert des Filters rausfiltern, dann bekomme ich am Schluss kein Licht mehr da aus der Lichtquelle heraus. Das heißt, mein Ergebnis ist schwarz. Ja, das heißt, auch die Mischfarben sind dunkler als meine Grundfarben, die ich vorher angenommen habe. So, wann brauche ich das? Das brauche ich immer dann, wenn ich beispielsweise Sachen in den Druck gebe. Da wird sozusagen als Lichtquelle jetzt kein Leuchtmittel angenommen, sondern beispielsweise ein weißes Blatt Papier, das weißes Licht reflektiert. Und wenn ich da jetzt Filter davor halte, ja, oder Farben aufbringe entsprechend und die in Überlappung bringe, die Farben, dann werden Farben gemischt und so funktioniert ein Druck. Im Druck
Wäre es schön, in einer perfekten Welt zu leben, dann hätten wir saubere Farben, saubere Druckfarben und dann könnten wir einfach mit diesen drei Farben arbeiten. Da es diese Farben aber in der Form nicht gibt, wurde der sogenannte Vierfarbdruck erfunden. Und das liegt einfach daran, wie gesagt, dass es die Farben nicht ganz so sauber sind, wie sie sein sollten, damit wir wirklich schwarz bekommen. Das heißt, wenn wir eine Überlagerung von allen drei Druckfarben haben, dann gibt es in der Regel einfach ja, einen sehr dunklen Braunton oft. Und damit wir da entsprechende Tiefe noch ins Bild bekommen und echte Schwarzwerte, gibt es noch das echte Schwarz dazu. Das wird als vierte Farbe dazu gedruckt. So viel nur zum Thema Druck. Wenn ich Abzüge mache in Form von chemischen Abzügen oder wie auch immer in der Fotografie, dann brauche ich das nicht. Da sind die Farbstoffe anders und da wird nicht extra Schwarz dazu gemischt. Im Vierfarbdruck kommt in das CMY, was wir da oben stehen haben, noch ein K hinten dran. Das ist sozusagen der Schwarzkanal, der da noch da zusätzlich gedruckt wird. So, wer jetzt ein bisschen aufgepasst hat, hat gesehen, dass die Mischfarben aus dem additiven System, die ersten Mischfarben, also immer wenn ich zwei Grundfarben miteinander vermische, dann entstehen an den Schnittstellen die Grundfarben aus dem subtraktiven Farbmischsystem. Und umgekehrt ist es hier im subtraktiven Farbmischsystem. An den Schnittstellen von zwei Grundfarben entsteht immer eine Grundfarbe aus dem additiven Farbmischsystem. Ja? Und wenn ich das weiß, dann kann ich mir das sozusagen auch immer herleiten. Also ich bin jemand, der merkt sich ungern solche Dinge genau auswendig. Ein paar Sachen muss man sich auswendig merken. Bei vielen Dingen ist es aber wichtiger, dass ich auch unterwegs mir irgendwas herleiten kann. Ja, wenn ich es mal irgendwie vergessen habe oder was auch immer, weil das ist ja was, was man nicht jeden Tag braucht, dann ist es schön, wenn ich mir das herleiten kann. Herleiten kann ich mir das, wenn ich weiß, okay, ich habe zwei verschiedene Farbmischsysteme. Additives Farbmischsystem arbeitet mit RGB, subtraktives mit CMY. Und dann kann ich mir mit Hilfe eines Bleistifts und einem Blatt Papier eine einfache Hilfszeichnung machen. Ich male mir einen sechszackigen Stern aus zwei Dreiecken und benenne mir die Ecken einfach mit RGB von dem einen Dreieck und mit CMY mit dem anderen Dreieck. Das sieht dann so aus beispielsweise. Hier ist ein bisschen schön bunt gemacht, aber das reicht auch, wenn mir da nur die Buchstaben dran stehen. Anhand dieser Zeichnung kann ich jetzt immer wieder feststellen, welche Farbe zu welcher komplementär ist und durch welche Mischung von zwei bestimmten Farben sich welche Mischfarbe ergibt. Ja, also das heißt, wenn ich beispielsweise Rot und Grün im additiven Farbmischsystem zusammenmische, dann entsteht mir an der Schnittstelle Gelb. Das kann ich hier anhand meiner Zeichnung sehen, weil Gelb zwischen Rot und Grün steht. Andersrum, eine Komplementärfarbe ist immer eine Farbe aus dem anderen Mischsystem. Das heißt, ich habe ein Rot beispielsweise und als Komplementärfarbe entsteht mir Cyan oder bei Blau entsprechend Gelb oder bei Grün entsprechend Magenta. Andere Farbmischsysteme, ja, die es gibt, irgendwie seit schon der Goethe unterwegs war und irgendwie was auch immer, die arbeiten da anders und die beispielsweise geben die an, Grün ist eine Komplementärfarbe zu Rot. Das ist in dem Fall vielleicht denkbar, für uns aber nicht wichtig. Für uns ist tatsächlich komplementär zu Grün ist Magenta, weil das sozusagen die Farbe ist, die aus der Mischung der beiden verbliebenen anderen Farben entsteht. Ja, ihr könnt auch immer genau schauen, wenn ihr sozusagen in eurem Bildbearbeitungsprogramm die Farben nochmal korrigiert. Da ist an den Schiebereglern stehen immer die Komplementärfarben. Ja, und das heißt, wenn ich also an dem Regler für Blau schiebe, dann kriege ich auf die eine Seite mehr Blau, auf die andere Seite mehr Gelb ins Bild. Ja, und das Ganze sieht dann so aus. Ja, also steht auch schön nebendran. Bei Photoshop im unteren Beispiel ist es auch schön angemalt noch, damit ich das noch visuell schneller verstehen kann. Oben ist die Farbpalette von GIMP gezeigt. Da steht es nur sozusagen schriftlich dran. Aber auch da stehen genau immer die Komplementärwerte am jeweiligen Regler. Wer sich viel mit Internet beschäftigt und so, weiß, dass Farben in sozusagen RGB-Werten angegeben werden dort. Diese RGB-Werte,
Die kann man auch lesen lernen, sozusagen. Zumindest man kann sich eine Vorstellung davon machen, was ist da überhaupt. Das ist auch alles gar nicht so schwierig. Wichtig ist zu verstehen, okay, Computer zählen anders als wir Menschen. Wir Menschen zählen in dem Dezimalsystem in der Regel. Computer zählen auf Grundlage von Bits und Bytes eher mit Vielfachen von 8. Deshalb gibt es ein Hexadezimalsystem, das bei den Computern verwendet wird. Ja, und es sieht dann so aus, wir haben im Dezimalsystem Ziffern von 0 bis 9 und wir haben im Hexadezimalsystem zusätzlich zu den Ziffern von 0 bis 9 auch noch Buchstaben von A bis F. Ja. Und der Farbcode einer Farbe wird kodiert mit Hexadezimalschreibweise. Das erkenne ich daran, dass dort eine Raute vorgestellt wird vor diese Zahlenkolonie, damit ich weiß, okay, es handelt sich um einen Hexadezimalwert und nicht um einen Dezimalwert. Es könnte ja sein, dass in diesem Farbcode nur Zahlenwerte tatsächlich vorkommen und gar keine Buchstaben. Und dann könnte ich nicht sicher sein, was das ist. Also das heißt, damit ich weiß, welches Dezimalsystem dort verwendet wird, Dezimal oder Hexadezimal, dann stelle ich vor das Hexadezimalsystem eine Raute, damit kann ich das erkennen. So, und dann kann ich wissen, okay, wenn jetzt die nächsten beiden Ziffern, das ist mein R-Wert, die nächsten beiden Ziffern dann wieder, Ziffern 3 und 4 sind G und die Ziffern 5 und 6 sind B. Und wenn ich dann sozusagen mir das alles zusammenmische, dann kann ich auch verstehen, wie das gemischt ist und kann auch ungefähr verstehen, welche Farbe dahinter steht, hinter dem jeweiligen Wert. Also das heißt, wenn ich alle Farben R, G und B voll aufdrehe, meine Lampen, die ich habe, meine drei Lampen, auf volle Leistung trimme und übereinander bringe in Deckungsgleichheit, dann bekomme ich Weiß als Wert. Mache ich die alle aus, die Lampen, also auf 0, bekomme ich Schwarz. So, und jetzt alles, was dazwischen passiert, solange die Werte im R- und G- und B-Bereich jeweils gleich sind, bekomme ich einen Grauwert. Der ist heller, je höher die Zahlen- oder Buchstabenwerte sind. Und der ist niedriger, also dunkler das Grau, je niedriger die Zahlenwerte sind. Und wenn ich jetzt beispielsweise nur in einem Bereich, sozusagen im grünen Bereich, voll aufdrehe auf FFF, bekomme ich ein reines Grün oder bekomme ich Gelb beispielsweise, wenn ich Rot und Grün zusammenmische, bleibt mir Gelb übrig. Das sehe ich auch an der Zahl, da fehlt das Blau ist komplett weg. Das heißt, ich habe eine Komplementärfarbe von Blau, das heißt, es bleibt Gelb übrig. Ich hoffe, das war nicht allzu schwer. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen nahe bringen, wie man die Farbmischsysteme versteht und wie man damit umgeht. Ja, und ich wünsche euch viel Spaß. Wir sind also soweit hier an der Stelle fertig. Und falls ihr noch Fragen habt, könnt ihr mich immer gerne löchern. Ich versuche euch das dann zu erklären. Und ansonsten könnt ihr bei mir Workshops buchen. Ihr findet ja immer die nächsten Termine auf www.foto-workshops.de.